So, in dieser Übung möchte ich nochmal zeigen, wie können Sie jetzt die Beispiele, die wir uns vorhin angeschaut haben, die theoretischen Beispiele zu den verschiedenen Verzweigungsarten, wie kann man die jetzt in MATCAD implementieren bzw. eingeben? Ich muss dazu sagen, diese Beispiele hier, es regnet und Schirm mitnehmen und spazieren gehen, das sind natürlich Anweisungen, die in MATCAD nicht funktionieren würden. Ja, das macht da keinen Sinn. MATCAD ist für mathematisch-technische Berechnung gedacht und jetzt nicht für solche Geschichten. Ja, sowas könnte man theoretisch in irgendeiner virtuellen Spielumgebung programmieren oder so, aber jetzt nicht in MATCAD. Dennoch können wir die Kontrollkonstrukte hier eingeben. Das wollen wir auch mal machen. Einfach nur rein schematisch, damit Sie mal sehen, wie die Eingabe von sowas in MATCAD funktioniert. Dazu klicke ich mir jetzt mit dem Cursor dahin, wo ich diese Sache unterbringen will. Und gehe dann hier auf Rechnen und finde dann hier die Programmierung. Aufpassen, Sie brauchen dafür die Vollversion. Wenn Sie jetzt in MATCAD nur eine Demo-Version haben, die dann wie so ein Viewer funktioniert, da ist das ja ausgegraut. Also ist ein Schlosssymbol und da kommen Sie da gar nicht rein. Das Feature steht Ihnen nur bei der Vollversion, bei der lizenzierten Vollversion zur Verfügung. Ja, jetzt gehe ich hier einfach nur auf eine zweiseitige Verzweigung, gehe also hier auf If. Ah, ja, das passt. Dann spazieren gehen. Achso, ist die einseitige. Entschuldigung, ist die einseitige. Da müssen wir hier noch eine Programmierung erstmal einfügen. Das bedeutet hier Programmierung. Dann gehe ich hier auf If, also diese Wenn. Hier kommt meine Bedingung rein hier oben. Die hieß, es regnet. Wir müssen das in Anführungsstrichen schreiben, damit MATCAD nicht rummeckert, weil normalerweise versteht er das natürlich nicht. Aber wenn ich sage, okay, das ist einfach nur ein Text, das bedeutet diese Anführungsstrichen, dann meckert er erstmal nicht rum. Verstehen tut er es trotzdem nicht. Und was soll er dann machen? Wenn sie erfüllt ist, dann soll er einen Schirm mitnehmen. Also schreibe ich jetzt hier rein, Schirm mitnehmen. Hier ist quasi die Bedingung, hier ist die Anweisung. Ich könnte jetzt hier noch weitere Anweisungen hinzufügen. Zum Beispiel Sonnenbrille aufsetzen oder irgend sowas. Ah nee, wir haben ja Regen, also was weiß ich, Gummistiefel anziehen oder so. Ja, wir haben aber nur eine Anweisung, deswegen gehe ich nochmal zurück. Und wenn Sie jetzt quasi weitermachen im normalen Code, das Spazierengehen macht ihr ja so oder so, dann müssen Sie aus diesem If-Block wieder raus. Das heißt, ich klicke jetzt hier dahinter und gehe auf Enter. Und Sie sehen jetzt hier an dem Strich, bin ich quasi im normalen Code wieder drin, an diesem Hauptstrich. Und hier schreibe ich jetzt Spazierengehen rein. Spazieren gehen. Ja, das heißt, das ist die Bedingung. Dann rückt er mir alle Anweisungen ein. Hier ist diese Einrückung mit diesem Strich. Das bedeutet, all diese Anweisungen, das kann auch mehrere sein, ich zeige es nochmal, die jetzt hier eingerückt sind, würden an dieser Bedingung hängen. Die würden quasi nur gemacht werden, wenn die Bedingung erfüllt ist. Und dann geht es hier weiter im Code. Ich könnte jetzt auch hier wieder weitere Anweisungen folgen lassen. So kann man quasi in MATCAD eine einseitige Verzweigung eingeben. Jetzt mal gehe ich mal auf, ziehen wir das mal ein bisschen hoch. Kommen wir zur zweiseitigen Verzweigung. Die werde ich ein bisschen kopieren von hier oben, deswegen schiebe ich es ein bisschen runter. Und da gehen wir wieder auf Programmierung. Und hier geht es los mit einer Bedingung wieder, genauso wie eben auch, genauso wie auf If. Nur hat es jetzt quasi zwei Alternativen. Ja, hier gab es quasi nur eine. Jetzt haben wir zwei. Die Bedingung wieder, in dem Fall ist es schönes Wetter, also schreibt man in Anführungsstrichen schönes Wetter, Fragezeichen dahinter. Und wenn sie erfüllt ist, also ja, dann soll er hier kurze Hosen, also Anführungsstrichen kurze Hosen. Und jetzt ganz wichtig, jetzt brauchen wir hier einen Else-Block. Gehen also hier auf Else. Und das ist also wenn, dann, sonst. Das wäre quasi die Sonst-Geschichte. Und da schreiben wir lange Hosen rein. Auch hier, ähnlich wie bei der einseitigen Verzweigung, können Sie natürlich in mehrere Anweisungen kommen. Ja, ich lasse das mal hier so stehen. Ja, und erstmal nur testweise, will noch was demonstrieren. Und jetzt muss ich wieder, weil das macht er ja so oder so, das Anziehen und Spazieren gehen. Das heißt, jetzt muss ich wieder aus meinem If-Block raus, klicke also hier dahinter, gehe auf, blinkt jetzt hier, gehe auf Enter, bin jetzt wieder hier in meinem normalen Programmfluss und schreibe jetzt hier rein, Anführungsstrichen anziehen und spazieren gehen. Halt wieder Anführungsstrichen nicht vergessen. Ein bisschen runterscrollen, muss auch sehen. Spazieren gehen. Das kann man natürlich auch mit der Wenn-Funktion machen. Bis zum gewissen Grad. Und das werde ich auch mal demonstrieren. Das geht auch in MATCAD, in Excel sowieso. Da haben wir es auch schon gemacht. Ich möchte hier zeigen, dass es auch in MATCAD geht. Gehe auf alle Funktionen. Ich kann mir immer nicht merken, wo stückweise finde ich sie auf die Schnelle. Hier stückweise stetige Funktion. Da haben wir hier if.
Hier sieht man mal den. Die heißt jetzt in Madcat is, if, und in Madcat, in Excel wie sie wenn. Und wir sehen auch hier in der Vorschau, ja, da kommt zunächst die Bedingung. Dann, was soll er machen, wenn sie erfüllt ist? Das wäre x, und wenn es nicht erfüllt ist, das wäre dann y. Also geben wir die Bedingung ein, die kopieren wir uns jetzt hier einfach. Schönes Wetter. Dann kurze Hosen. Und ansonsten lange Hosen. Tun wir rüber scrollen. So, das wäre das Ganze in der Wenn-Schreibweise. Ich schreibe mal jetzt so drunter. Oder mit der If-Funktion. Und aber aufpassen, die hat ihre Grenzen. Hatte ich vorhin auch schon in dem anderen Tutorial erläutert. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier mehrere Anweisungen hätte, in dem Fall haben wir pro Alternative nur eine Anweisung. Also hier kurze Hosen oder lange Hosen. Hätte ich allerdings jetzt hier noch diese Sache mit eingebaut. Bei schönem Wetter ziehe ich meinetwegen noch eine Sonnenbrille auf. Und bei nicht schönem Wetter meinetwegen noch einen Hut. Nur als Beispiel. Das geht mit diesem If-Else-Block, das geht nicht mit der Wenn-Funktion. Ja, in der Wenn-Funktion, die Sie im Madcat auch zur Verfügung haben, können Sie immer nur pro Alternative eine Anweisung reinschreiben, aber nicht mehrere. Ja, in unserem speziellen Beispiel könnten Sie auch die Wenn-Funktion verwenden, aber hätten wir jetzt hier noch mehrere Anweisungen stehen, dann könnte man die Wenn-Funktion nicht mehr verwenden, dann müsste man mit diesem If-Else-Block arbeiten. Ja, dass Ihnen noch klar ist, wann nehme ich was. So, dann haben wir es wieder raus. Wir haben ein Glück, dass wir hier nur eine Anweisung haben pro Alternative. Deswegen ist das hier verkürzt und deswegen könnte man das auch genauso gut so machen, wie man das auch schon im Excel mit der Wenn-Funktion gemacht haben. Ja, kommen wir zur mehrseitigen Verzweigung. Wie gibt man die ein? Hier unser Temperaturbeispiel. Gehe also hier daneben, gehe jetzt wieder auf Rechnen, dann auf Programmierung, aufpassen, erstmal auf Programmierung gehen. Nicht sofort auf if, weil wir haben noch mehrere Anweisungen hier. Würde der Algorithmus nur aus dieser Verzweigung bestehen und die Anweisungen wären nicht mit drin, anziehen, spazieren gehen, dann könnte ich hier direkt auf if gehen. Ja, aber wir müssen ja noch andere Anweisungen mit unterbringen, deswegen gehe ich erstmal auf Programmierung und gehe danach auf if. Ja, was prüfe ich jetzt hier ab? Die Außentemperatur, also AT, wieder in Anführungsstrichen. Das können wir, weil das ist zum Beispiel ein Konstrukt, den kann er auch auswerten. Ja, dieses AT, kleiner 5 Grad, das kriegt man sogar hin. Das können wir sogar hier eingeben. Kleiner 5. Ich tue noch vereinfacht kleiner 5 und lass mal hier die Einheit. Hier könnte theoretisch jetzt noch die Einheit hinzufügen. Hier mit Grad Celsius bei Temperatur. Zeige es nochmal ganz kurz. Wo ist jetzt denn hier? Da können wir es theoretisch noch mit hinzufügen. Ja, aber ist in dem Fall eigentlich egal, was würde es trotzdem nicht funktionieren. Aber das wäre eine Bedingung, die können wir normalerweise verstehen. Ich könnte jetzt irgendwo das AT definieren. Ja, AT ist gleich 10 Grad. Muss man runterrennen. Also ist noch hier 10 Grad. Und dann können wir das ja auswerten. Ja, das wird natürlich funktionieren. Ja, solche Sachen. Allerdings kann jetzt Madcat natürlich nichts mit Wintermanteljacke und so weiter was anfangen. Aber so das wäre natürlich für Madcat verständlich. Ja, machen wir trotzdem das Spielchen hier weiter. Hier gehen also dann auf Wintermantel. Wintermantel, nicht mit D. Ja. Dann gehen wir hier auf Enter und fügen jetzt hier ein Else-If ein. Ganz wichtig, ein Else-If und kein Also-If. Ja, das komme ich später noch dazu. AT und dann tun wir das einfach wieder kopieren und schmeißen das hier rein und machen jetzt hier eine 15 draus und schreiben dann hier rein. Jacke, dann wieder Enter, wieder ein Else-If und wieder die Bedingung reinhauen. Da haben wir dann 25 Grad, dann Jackett als Anführungsstrich nicht vergessen. Jackett und jetzt kommt das Else. Übrigens, wir können auch hier hinten einfach da hinten bleiben. Dann gehen wir hier auf Else, dann macht er automatisch einen Umbruch. So, und das wäre dann keine Jacke. Ja, das wäre jetzt eine klassische mehrseitige Verzweigung. Hier immer mit diesen Else-If, ja, die wird die Bedingung wieder, neue Bedingungen abgefragt. Das heißt, er prüft jetzt auf 5 Grad, dann 15, 25. Und wenn keine der vorangegangenen erfüllt sind,
Dann geht er in den Else-Block rein oder in den Else-Block und dann noch ein Enter und dann haben wir noch anziehen, wieder außerhalb. Das ist nicht mehr an die Bedingung geknüpft, anziehen und spazieren gehen. So, das ist jetzt, wenn Sie mit dem if-else arbeiten. Jetzt gibt es im Madcat noch eine Besonderheit, das kenne ich ehrlich gesagt, ist mir das nur als Madcat bekannt, und das ist das also-if. Wir müssen das auch nochmal mit einbauen. Das ist hier dieses, ja. Und werde das hier nochmal mit drunter einfügen, noch zeigen, was der Unterschied ist. Und wir können das ja sogar auswerten. Ja, ich gehe mal hier auf ist gleich, weil das kann ja mit Metcalf kann ja damit arbeiten. Da kommt der Spazierengehen raus bei 10 Grad. Ach so, Spazierengehen macht er sowieso. Ja, wenn wir das jetzt hier wegnehmen, dann sehen wir hier bei 10 Grad gibt es eine Jacke. Ja, das macht doch Sinn. Ja, das ist im Prinzip 10 Grad ist. Nicht kleiner, ist kleiner 15, ja, damit sind wir im Prinzip bei der Jacke. Also hier 25 Grad, 10, also 10 liegt quasi kleiner gleich 15, sind wir quasi bei einer Jacke. So, ja, gehen wir mal auf rückgängig, damit wir das nochmal so stehen lassen. Und jetzt können wir das Ganze mal mit also if machen. Dazu schmeiße ich mal den Teil hier raus. Kann man das einfach hier ersetzen? Ich fürchte mal nie. Ja, tun wir es einfach entfällt und kopieren uns das hier einfach nochmal rein. Ich möchte Ihnen zeigen, was hier der Unterschied ist. Also if AT klar 5 Grad, das kopieren wir uns wieder. Dann Wintermantel. Bis hierhin ist es klar. Und jetzt gehen wir nicht auf else if, sondern also if. Hier ist es. Und dann müssen wir uns das hier holen. AT kleiner 15 Grad. Und dann eine Jacke. Dann also if hat man hier. Dann brauchen wir AT kleiner 25 Grad. Und dann war ein Jackett. Schmeißen wir mal raus den Strich, den brauchen wir nicht. Da kommt das Kopieren jedes Mal mit. Hier auch. Und zum Schluss also if und dann haben wir else, genau. Else, else, else. Wäre jetzt keine Jacke. So, das wäre jetzt das Ganze mit also if implementiert. Sie werden gleich sehen, das entspricht nicht dieser Darstellung. Da müssen wir die Darstellung ändern. Ich werde das dann nochmal eine aktualisierte Darstellung hier einfügen, damit Sie mal sehen, was hier den Unterschied macht. Und zwar werden wir allerdings, um das Ganze mal zu vergleichen zu können, tun wir mal hier hinten diese Anweisung rausschmeißen. Ja, denn wenn Sie jetzt, man tut immer die zuletzt ausgeführte Anweisung immer ausführen und bei beiden steht natürlich Spazieren gehen drin. Gehen wir hier auf Ist gleich. Wo ist mein Ist gleich hier? Ups, da habe ich hier was reingeklickt. Ich wollte das natürlich da hinten hin haben. Also ist gleich. Und da kommt natürlich zunächst bei beiden dasselbe raus. Aber nur das liegt nur daran, weil hier spazieren gehen steht und hier spazieren gehen als letzte Anweisung. Und die gibt da quasi immer aus bei diesem Konstrukt. Wenn wir allerdings jetzt mal jetzt hier das rauslöschen und das hier auch, dann haben wir hier einmal Jackett und einmal Jacke. Ja, woran liegt das? Ich tue es nochmal. Vielleicht mache ich es mal nebeneinander, damit man das vielleicht ein bisschen besser sieht. Machen wir das hier. Oder machen wir es vielleicht mal so, dass das hier mal stehen und kopiere das einfach mal hier runter. Das ist im Prinzip genau der Code, wie er hier implementiert, wie er hier drüben entwickelt wurde im Flussdiagramm. Und hier machen wir mal eine Sonderform. So, das mit dem also if. Und hier schmeißt man das raus, um das vergleichen zu können. So, und woran liegt das jetzt, dass er mir hier einmal ein Jackett und einmal eine Jacke ausgibt? Okay, ich gehe nochmal das mit dem else if erstmal durch.
Wir haben hier eine Temperatur von 10 Grad gegeben. Die ziehen wir nochmal hier nach hier unten, beziehungsweise machen hier eine Kopie. Und das kommt da an mit den 10 Grad. Jetzt prüft er, ist 10 Grad kleiner 5? Nein. Also geht er hier rein. Jetzt prüft er, ist 10 Grad kleiner 15? Ja. Also Jacke. Und else heißt, er geht dann in die anderen gar nicht mehr rein. Sieht man auch hier an den Pfeilen. Sobald die Bedingung erfüllt ist, geht er raus und fertig. Ja, das heißt, Jacke, okay, dieser Algorithmus ist beendet. Bei also if passiert Folgendes. Er prüft wieder, ist 10 Grad kleiner 5? Nein, okay, gehen wir nicht rein. Jetzt prüft er, ist es kleiner 15? Ja, okay, Jacke. Aber dadurch, dass es kein else if, sondern also if, prüft er die anderen Bedingungen auch nochmal mit durch. Jetzt prüft er nämlich weiter, ist 10 Grad kleiner 25? Ja, ist es, also Jackett. Deswegen gibt er hier ein Jackett aus. Wie beim normalen else-if geht er in den else-Block nur dann rein, wenn im Prinzip keine der vorangegangenen Bedingungen erfüllt ist. Sofern allerdings beim also-if schaut er sich quasi alle Bedingungen an, ja, und die jeweils letzte macht dann quasi den Stich, ja, wie in unserem Fall das Jackett. Die wird dann quasi mehr oder weniger ausgeführt, ja, und die anderen wurden zwar auch ausgeführt, aber die werden quasi überschrieben, wenn man so will, in unserem Fall. Und beim else-if geht er quasi nur in eine Bedingung rein. Das heißt, die erste, die erfüllt ist, die ist es auch und die anderen schaut er sich gar nicht mehr an. Ja. Wie gesagt, es gibt Gründe, wo das von Vorteil ist und es gibt Anwendungsfälle, wo das von Vorteil ist. Man muss halt nur den Unterschied verstehen. Ja. In der Regel, das ist eigentlich die Regel, ja. Dieses also-if ist eher eine Ausnahme und ich kenne das auch von anderen Programmiersprachen nicht. Ich will nicht ausschließen, dass es auch anderen Programmiersprachen auch mitgeben wird, aber auch mitgeben kann. Allerdings kenne ich diese also-if-Geschichte, ist mir jetzt ehrlich gesagt nur von Madcat bekannt. Ich kann mich nicht erinnern, das in anderen Sprachen auch schon gesehen zu haben. Ich will es allerdings nicht ausschließen. Aber es kann durchaus auch Gründe geben. Ich hatte auch schon Fälle gehabt, wo ich diese Möglichkeit dankend genutzt habe, wo es wirklich auch ein Vorteil ist, die werden das nicht als Spaß eingefügt haben. Ja, aber sie werden das im Prinzip, das ist eine Sonderform. Ja, also wenn Sie mit anderen Programmiersprachen arbeiten, Java, C++, C Sharp und so weiter, werden Sie eher das finden, ja, als das. Ich möchte nochmal zeigen, wie das dann im Flussdiagramm aussieht. So, hier ist nochmal das Ganze, ich habe schon mal versucht darzustellen, wie das dann im Flussdiagramm diese also-if-Geschichte sich darstellt. Also hier würde er quasi die erste Bedingung durchprüfen und dann aber wieder zurückgehen und die nächsten Bedingungen prüfen. Ja, und erst wenn die letzte durchlaufen ist, ist er fertig, beziehungsweise wenn auch die nicht erfüllt ist, geht er halt in den Else-Block rein. Wie gesagt, das ist jetzt keine standardisierte Form, die habe ich mir selber ausgedacht, weil dieses also-if eine Sondergeschichte ist. Ich habe das ehrlich gesagt jetzt noch gar nicht irgendwo gesehen bezüglich Flussdiagramm und so weiter. Aber so ungefähr kann man sich das, könnte man das visualisieren. Ja. Ja, zum Schluss noch, wie kann man jetzt so eine mehrseitige, eine verschachtelte zweiseitige einbauen? Das heißt, Kontrollstrukturen ineinander verschachteln. Das werden wir uns ja auch nochmal schnell im Madcat anschauen. Und zwar hier mehrseitige durch zweiseitige ausgedrückt. Hier bin ich heute ein bisschen faul und kopiere mir das von hier oben runter. Das ist ein bisschen ähnlich, nur halt anders. Ah, die funktioniert. Mal nochmal versuchen. Steuerung C. Jetzt hat das und nutzt das hier ein bisschen als Vorlage. Also wir haben hier zunächst eine. Na, ich tue mal so daneben legen, damit ich trotzdem nochmal sehen, wie es entsteht, damit ich jetzt nicht drin rumspiele, weil dann kann man, glaube ich, der Sache nicht so richtig folgen. Also ich mache jetzt hier eine Programmierung wieder. Das bleibt insofern gleich. Dann füge ich hier die Bedingung ein. Also hier haben wir ein if. Dann das kopiere ich mir jetzt hier vorne drüben, AT kleiner 5 Grad, dann Wintermantel. So, also wenn das kleiner 5 ist, dann Wintermantel. Und ansonsten, also else, es kommt das else. Programmierung, rufe jetzt hier else auf. Und in dem else kommt die nächste Bedingung. Also dann hier wieder if. Aufpassen. Else if geht natürlich auch, ja, aber dann ist aber streng genommen keine zweiseitige Verzweigung mehr, ja. Also im Prinzip ist das jetzt eine Kurzform von dieser, ja, wenn man so will. Also else, dann kommt hier ein if, das wäre es für diese Bedingung. Dann eine Jacke,
Was haben wir hier? Dann kommt wieder ein Else. Jetzt haben wir quasi das, die Jacke, dann wieder Else und hier im Else wieder die Bedingung reingeschachtelt. Und da hat man diese Bedingung. Dann hat man ein Jackett. Dann wieder das Else, in dem Fall. Und dann keine Jacke. So, jetzt zeige ich Ihnen nochmal, dass hier dasselbe rauskommen sollte, wenn man nichts verkehrt gemacht hat. Gehen also auf ist gleich. Ups, da merkt man da rum. Ah, das ist ja noch ein Fehler einfach hier rein passiert. Und da kommt Jacke raus. Achso, jetzt muss man natürlich das noch kürzen hier. Beziehungsweise hier sieht man es auch nochmal Jacke. Ja, das ist dasselbe wie hier. Im Prinzip ist das hier das Ganze einfach nur zusammengefasst, was hier unten passiert. Ne? Durch das Verschachteln, das sieht man auch schön, das wird dann irgendwann auch schnell unübersichtlich. Ja, da ist das natürlich angenehmer, das so zu machen. Ja, aber das können Sie theoretisch auch machen. Und wenn wir das nochmal in die Wendschreibweise überführen wollen, ich will bloß noch schnell fertig machen, damit Sie hier den kompletten Code haben. Und am Schluss dann anziehen und spazieren gehen wäre dann hier unten. Man sieht ja auch nochmal schön, man kann ja schön anhand dieser Striche verfolgen, welche Verzweigung ist was. Ja, das ist quasi die erste. Hier ist die Bedingung, dann ist das hier die Anweisung und dann ist jetzt hier quasi von der Hierarchie her, geht jetzt hier weiter mit dem Else-Block und in dem Else-Block tue ich quasi hier dann wieder eine zweiseitige Verzweigung aufrufen. Das ist dann diese hier. Ja. Und wieder in dem Else-Block wieder eine zweiseitige. Und daran kann man das schön verfolgen, was wohin gehört. Ja, in der ganzen Geschichte. Auch hier möchte ich Ihnen noch schnell das mit der If-Funktion zeigen. Die rufe ich jetzt mal wieder auf über, also ganz, man kann es normalerweise einfach eingeben. Ich möchte Ihnen allerdings ja den Weg zeigen, ganz offiziell. Also gehe ich ja auf Funktionen, dann auf Stückweise stetig und dann gehe ich ja auf If. Wie gesagt, Sie können es auch einfach eingeben. Das geht natürlich auch genauso wie in Excel. Jetzt kommt hier meine Bedingung. Das ist natürlich jetzt sehr mühsam, das jetzt hier zu schachteln, aber ich versuche es trotzdem mal ohne Funktionsassistent. Wenn wir den in Excel haben, den gibt es ja leider nicht. Dann kommt, jetzt kopiere ich mir die gesamte Funktion und schmeiße die jetzt hier rein. Ändere jetzt hier die Bedingung auf, was haben wir gesagt, 15. Und hier kommt dann die Jacke rein. Kopiere jetzt hier wieder die Funktion rein. Ändere das Ganze ab auf 25, dann kommt hier Jackett rein. Und hier hinten keine Jacke. Wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, müsste ich jetzt hier dasselbe rauskommen. Ups, hier noch rausklicken. Wieder oben Jacke. Und sehen wir auch, das passt. Ja. Also auch das, aber das ist jetzt nichts Neues, was ich Ihnen jetzt hier sage. Sie können natürlich auch solche verschachtelten If-Funktionen bzw. Wenn-Funktionen auch hier im MATCAD bauen. Aber ich finde das hier wesentlich leichter zu lesen mit so einem, mit diesen If-Blöcken. Selbst wenn man die ineinander schachtelt, das ist natürlich noch besser hier oben, als sowas hier aufzubauen. Ja, das ist natürlich sehr unschön. Also ich verwende auch hin und wieder mal die If-Funktion in MATCAD, aber niemals für solche Geschichten. Ja, das mache ich dann eher mit sowas. Das mache ich eigentlich nur dann, wenn ich wirklich nur eine klassische If-Funktion brauche, also zwei Alternativen oder so. Aber sowas ist eigentlich sehr, sehr unschön zu lesen. Das kann ich nicht empfehlen, das so zu machen im MATCAD. Aber es würde funktionieren. Ja, also wer jetzt hier der große Wenn-Funktion-Fan ist, könnte auch da in MATCAD so mit sowas arbeiten. Okay, so viel dazu, wie kann man Verzweigungen in MATCAD implementieren?